Für bestimmte Links in diesem Artikel erhält bunte.de eine Provision vom Händler. So können wir dir zum Beispiel besondere Produkte zu unschlagbaren Preisen anbieten. Alle vermittlungsrelevanten Links sind mit einem Icon gekennzeichnet. Happy Shopping! Es zeichnete sich bereits im großen Special von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ab, dass zwischen Jo Gerner, Wolfgang Barrow, 61, und Katrin Flemming, Ulrike Frank, 53, wieder alte Gefühle aufflammen. Besonders in gefährlichen Situationen scheinen die beiden immer wieder zueinander zu finden. Vor allem auf der Flucht kamen sie sich nahe und landeten sogar zusammen im Bett. Während Gerner den Seitensprung seiner Yvonne, Gisa Zach, 48, schnell beichtete, haderte Katrin mit ihrer Entscheidung. Erst als ein Liebestrip nach Kopenhagen zusammen mit Tobias ins Haus stand, beichtete sie ihren One-Night-Stand. Tobias war alles andere als begeistert und das Vertrauensproblem wuchs immer weiter. Bei einer gemeinsamen Autofahrt über Land scheint der Streit jetzt völlig zu eskalieren, mit gefährlichen Folgen für beide. In der Folge vom 16. Juni streiten sich Katrin und Tobias während einer Autofahrt erneut. Dabei bringt Tobias auf den Punkt, was ihn an Katrin so stört: Vertraue mir verdammt nochmal. Katrin behauptet, sie würde das tun, doch scheinbar fühlt es sich für Tobias anders an. Als die ersten Tränen in den Augen stehen, fasst Tobias einen folgenschweren Entschluss. Auf der wenig befahrenen Allee zieht er das Steuer des Autos auf die Gegenfahrbahn. In der Ferne ist bereits ein LKW zu erkennen, der sich langsam nähert. Katrin versucht ihren Freund zu überreden, wieder die Spur zu wechseln, doch Tobias will mit dieser gefährlichen Aktion ihr Vertrauen testen. Der LKW nähert sich mit Lichthupe und kurz bevor die Autos aufeinandertreffen, wird das Bild schwarz und Reifen quietschen. Schaffen es die beiden lebendig aus dem Auto und wird diese Aktion die Beziehung zwischen den beiden wirklich festigen? Weiter geht es mit GZSZ immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL oder jederzeit bei RTL+.